verirrt. Alles in Ordnung. Ich bin's. Ich bin es. Seht, endlich sind wir da. Der Turm der Dämmerung. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Wir haben es in der Vision zum Abschluss der letzten Folge gesehen. Wir wissen ganz genau, warum der Prinz eben gerade so reagiert hat, wie er denn nun einmal reagiert hat. Pfarrer wird den Dolch der Zeit stehlen, oder sie wird es zumindest versuchen. Und ich weiß gar nicht, wieso der Prinz da so überrascht drüber ist. Ich meine, das ist nicht das erste Mal im Rahmen dieser Geschichte, dass diese Frau das versucht. Und mal ganz ehrlich, warum sollte die auf einmal Hals über Kopf in ihm verliebt sein, ihm alles vergeben haben und zwischen den beiden ist super Dufte, Sonnenschein und schön Wetter und sonst was. Ja. Er hat ihre Heimat angegriffen, er hat ihre Leute abgeschlachtet, hat sie gefangen genommen, hat sie hierher geschleift, als Trophäe oder sonst irgendwas, ja? Und hat dann das Ende der verdammten Welt heraufbeschworen und er denkt, alles dufte oder was? Das ist ein bisschen naiv, Prinz. Das ist ein bisschen sehr naiv. Okay. Irgendwo jetzt relativ bald müsste der nächste Brunnen kommen. Ja, wir haben in dieser Vision, haben wir ja diesen Aufzug gesehen. Das ist tatsächlich die Stelle, die ich meinte, wo wir definitiv unsere ultimative Technik einsetzen sollten. Und der Brunnen muss aber noch vor diesem Aufzug sein. Also halten wir mal die Augen offen. Ich habe vergessen, wie man blockt. Ist das nicht traurig? Weil für die Kerle hier brauche ich ja blocken. Okay, ich weiß, wie man blockt. Diese miesen Vögel, ey. Aber die können, eigentlich können die gar nicht. Ja, man muss nur blocken, sie einmal angreifen lassen und mit dem Gegenschlag sind sie ausgeschaltet. Da sind sogar die... Aua. Da sind sogar die verdammten Fledermäuse gefährlicher, weil die an Stellen kommen, wo man in den Tod stürzen kann. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach auch nochmal darauf hinweisen, der Soundtrack von diesem Spiel ist echt genial. Müssen die mal solche Geräusche machen, lange nachdem sie tot sind? Noch ein bisschen Sand für den Dolch. So, ich achte gerade so ein bisschen auf die Wände. Da. Ja, da ist der Aufzug. Da. Kommt doch mit, bitte. Nein, geht nur. Hier ist Brunnen Nummer 9. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast maximale Lebensenergie. Und damit quasi alles mitgenommen, was dieses Spiel zu bieten hat. Denn eine andere Form von Collectibles gibt es ja gar nicht groß, außer den Sandwolken. Wie lange war ich fort? Fort? Wovon sprecht ihr überhaupt? Nicht so wichtig. Ha. 9 von 10 Lebensenergie Upgrades. Und ich habe gerade spontan, so ehrlich will ich ja mit euch sein, schon mal nachgeguckt, in welchem Kapitel uns der letzte Lebensbrunnen erwartet. Also ich weiß den Namen, ich muss halt jetzt nur ein bisschen aufpassen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, an welcher Stelle das ist.
aber die Augen müssen wir trotzdem ein bisschen offen halten dann. Ja, dieser Raum ist meiner Meinung nach der schwierigste, der herausforderndste Raum im ganzen Spiel. Nicht wegen der Gegner, sondern wegen der stupiden Schwarzhaarigen. Die Kamera will sich wieder nicht drehen. Mit dem Bogen, die einfach nicht in der Lage ist, in irgendeiner Art und Weise auf Abstand zu gehen, wenn ein bestialisches, abgrundtief böses Sandmonster aus der Hölle mit einem 2,5 Meter Schwert auf sie zukommt und quasi direkt vor ihr steht und ihr den Kopf abschlagen will. Nein, die bleibt einfach stehen. Und das macht diesen Abschnitt gleich so frustrierend. Gebt Acht! Worauf? Nicht alles ist eine Falle, wisst ihr? Ja, du weißt es natürlich wieder besser. Es ist auch keine Falle, es ist ein Aufzug. Der Aufzug der Hölle quasi. Das war einfach. Zu leicht. So, wir müssen jetzt versuchen, so lange wie möglich so durchzuhalten und unsere Technik für den Abschluss aufzuhalten, um uns dann so ein bisschen Raum zum Atmen wieder zu verschaffen. So, jetzt geht's nämlich los. Nicht alles ist eine Falle. Alternativ könnte man natürlich auch einfach. Das war dämlich. Hilfe! Alternativ können wir natürlich auch einfach damit schon mal eröffnen und dann die Gegner, die überbleiben, nutzen. Um uns vielleicht noch eine zweite Runde zusammen zu suchen hier, zusammen zu sparen. So, solange die Fahrer im Großen und Ganzen ignorieren, ist ja alles gut. Gefährlich wird es eigentlich immer nur dann, wenn die hier in der Nähe von Fahrer sind. Oh, und wenn ich dann dreimal daneben schwinge, sind sie natürlich alle hier, ne? Das ist das große Problem in diesem Kampf. Oh Mann! Ach so, kämpft sich eigentlich recht übersichtlich, muss ich sagen. Das dürfte es aber eigentlich noch nicht gewesen. Das war's? Das war die Stelle, die mir früher immer so unglaublich viele Probleme bereitet hat? Es gibt sogar eine Trophäe für diese verdammte Stelle! Jetzt ernsthaft? Das war's? Das war's? Da habe ich mich früher immer so mit abgemüht! Das war ja... Leute, da komme ich gerade nicht drauf klar. Da komme ich gerade nicht drauf klar und das ist bei weitem nicht die erste Stelle, die ich in der letzten Zeit hatte, wo ich früher mal so riesige Probleme mit hatte und die ich jetzt hier im Let's Play einfach so, ja, es hat aufgehört. Quasi im Vorübergehen erledigt habe. Ich erinnere zum Beispiel nur an Kuro Mori, hieß er glaube ich, ja, der achte Koloss aus Shadow of the Colossus, der Salamander im Kolosseum. Der Hebel. Och, halt die Klappe. Ich weiß das. Ich weiß das. Los, kommt! Beeilung! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Lass uns hier abhauen. Aber nee, echt. Du bist nicht weit. Ich fühle es. Ich hatte das echt schlimmer in Erinnerung. Wie? Ich kann es nicht erklären. Ja, aber so ein bisschen, aber tatsächlich noch. Wow. Wow! Und da ist die Sanduhr. Aber ich befürchte, ganz so einfach wird es dann am Ende doch nicht werden. Denn wir haben ja
neben dem Prinzen und Farah. Das hat er ja vor einiger Zeit schon mal erzählt. Noch einen weiteren Überlebenden der Sandkatastrophe. Und ich glaube, der hat ganz andere Pläne mit dem Dolch. Wird den Dolch stehlen. Wir dürfen ihr nicht vertrauen. Aber erstmal müssen wir sowieso die Sandtruhe erreichen. Ist niemand hier? Nun, hinauf auf die Sanduhr! Einfach so raufspringen, raufklettern geht nicht. Wir müssen tatsächlich akrobatisch tätig werden. Also gehen wir mal hier lang. Und Halali! Und Halali! Und Hawa! Zu viel Schwung! Alles schnell! Gut. Halali! Hä? Ich fange nochmal von vorne los. Moment, Moment, Moment. Halali! Und Halali! Und Halali! Und Halali. Da ist eine Strebe drüber, ich kann es gar nicht erkennen. Och Mensch, nerv mich nicht! Mach's doch selber, ey! Nehmt den Dolch und steckt ihn in die Mitte der Kuppel. Meines Vaters Armee plünderte euren Palast und nahm euch als Sklave. Was? Ihr habt allen Grund, mich zu hassen. Wovon sprecht ihr überhaupt? Und nun soll ich euch vertrauen? Macht schon! Es ist keine Zeit! Marut, Yamarut. Vali. Vali! Gebt mir den Dolch. Ich stellte mich dem Feind. Ich sah in seine Augen. Und ich verlor. Alles. Dün, dün, dün. Ein Grab. Ihr wart da. Den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten. Aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten. Alles, was sie können, ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Au! Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was zur Hölle? Was ich sagte, war falsch. Nein. Ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Werk. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben. Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Ist das eigentlich Absicht, dass wir nichts sehen? Lehrte mich meine Mutter ein geheimes Wort. Sie sagte, wenn ich Angst hätte,
müsse ich nur dieses Wort aussprechen und eine magische Tür tue sich auf. Ich habe niemandem davon erzählt. Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Wie lautet das Wort? Kakulukiam. Kakulukiam. Ihr wart das. Nicht wahr? Pfarrer? Ho! Ha! Natürlich, die geheime Tür ist in dem Grab, wo auch sonst. Pfarrer? Das kommt mir alles sehr vertraut vor. Das erinnert sehr stark an die Lebensbrunnen. Und hin und her immer noch einer fehlt auch. Aber jetzt erstmal ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Wo seid ihr? Oh, ist das nicht wundervoll? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Ja, unsere Aufgabe in dieser Wenn doch wir noch schon leiden könnten. Sehr traumhaften Sequenz Was ist macht es ihr da? Jetzt. Ich suche nach euch! Fahrrad zu folgen und sie zu finden. Könnt ihr einfach mal mit diesem Gesabbel aufhören? Das ist total... Ich bin doch hier. Alter! Was zu sagen, einfach nur, um was zu sagen, ist meine Aufgabe. Ihr müsst nicht auch noch sinnlos vor euch hinplappern. Na, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal durch die richtige Tür gehen, um Fahrrad zu finden. Und wir haben so auf den ersten Blick erstmal keinerlei Anhaltspunkte. Welche Tür? Halt die Klappe! Hier bin ich! Welche Tür denn jetzt die richtige sein könnte. Und meine Wortwahl eben war doch schon relativ gezielt. Denn auf den ersten Blick gibt es kein Anzeichen, welches der richtige Weg ist. Wir müssen nämlich jetzt an dieser Stelle, um dieses Rätsel tatsächlich dann auch lösen zu können, unsere anderen Sinne einsetzen. Wo seid ihr? Hier bin ich. 5 Sekunden später. Wo seid ihr? Hier bin ich. Gott, kommt ihr euch nicht selber dämlich dabei vor? Vor allem, wenn ich gerade versuche, was zu erzählen? Ich hasse Spiele, die einen so ein bisschen hetzen. Wobei das ja noch ein anderes Hetzen ist, als wenn jetzt alle 5 Sekunden sich jemand über Funk melden würde. Drücken Sie den Schalter, um fortzufahren! Drücken Sie den Schalter, um fortzufahren! Ja, aber das ist auf eine gewisse Art und Weise ist das genauso penetrant und nervig. Ja? Ich habe für dieses verdammte Spiel bezahlt. Ich lasse mir so viel Zeit, wie ich will. Ich lasse mich hier nicht nötigen und hetzen! Ja, und jetzt steigere ich mich hier gerade in eine völlig ungerechtfertigte Hasstirade rein. Gut, ich würde sagen... Wo seid ihr? Ich bin doch hier! Ich würde sagen, wir kommen dem Spiel jetzt einfach mal auf eine gewisse Art und Weise entgegen und setzen die Lösung des Rätsels fort. Ja, wir müssen uns jetzt nämlich vor diese ganzen Gänge hier stellen. Und wenn wir vor dem Richtigen stehen, seid ihr? Hören hier wir bin ich. Dieses Wasser plätschern. Das heißt, dass wir jetzt den Gang gefunden haben, durch den wir weiter müssen. Und das müssen wir jetzt ein paar Mal wiederholen, damit es dann weitergeht. Entschuldigung. Wenn wir nur bleiben könnten. Jetzt hier durch. Pfarrer? Und hierdurch. Sollen wir ein Bad nehmen? Wo seid ihr? Oh, schließt mich in eure Arme. Ich sehe euch nicht. Und hier lang. Jetzt sind wir eine Etage höher, aber... Also das wird langsam lächerlich. Das Rätsel bleibt das gleiche. Pfarrer! Schließt mich einfach in eure Arme.
Mit wem redet ihr denn da? Ich renne auch einfach immer in die gleiche Richtung, was soll's. Warum seid ihr so abweisend? Pfarrer? Könnt ihr mich hören? Möchtet ihr mich nicht berühren? Pfarrer? Möchten wir sie berühren? Ich weiß es nicht. Mir persönlich ist sie ein bisschen zu dumm. Sorry. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, dieses Let's Play hat das echt eindrucksvoll demonstriert. Es ist wundervoll. Kommt schon! War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Pfarrer. Oh nein! Das ist jetzt gerade wohl ein kleines bisschen blöd gelaufen, aber das kommt halt dabei raus, wenn ein Mann nur noch mit seinem Schwanz denkt. Ich meine, er wusste es. Er hat es in mehr als einer Vision gesehen. Oh Gott. Er wusste es, dass Farah den durchstehen wird. Er wusste es, verdammt nochmal. Und er hat echt nichts Besseres zu tun, als... Oh nein. Seine Waffen abzulegen. Au. Au. Nur noch mit seinem Schwanz zu denken. Ja. Und ihr letztendlich die Möglichkeit zu geben, völlig unbehelligt mit dem gottverdammten Dolch der Zeit abzuhauen. Na gut, so... Ach so, warte mal. Geht gar nicht um den hier, wa? Versuch mal den anderen Spiegel. Wir gehen mal über die andere Seite. Das geht nicht. Ist das... Oh, meine Güte. Ist das dann auch ein Spiegel da? Gehen hier wieder hin. Da reflektieren. Kommt es jetzt da an? Geht nach da weiter? Sieht das richtig? Müssen wir. Oh, Prinz. Es ist hier entschieden zu eng. Reflektieren wir das Licht da lang. Und dann da rein. So. Und jetzt können wir uns das Schwert holen.
und sind nicht mehr wehrlos. Dann können wir ja jetzt Sandzombies klatschen gehen hier. Das ultimative Schwert ist unser. Weil ihr seht, ein Schlag, ein Treffer. Und das sowas brauchen wir jetzt auch, da wir ja keinen Dolch mehr haben, um die Gegner zu absorbieren, wisst ihr? Und deswegen hat uns das Spiel eben jetzt eine Waffe gegeben, mit der wir die Gegner mit einem einzigen Schlag ausschalten können. Wollen wir erstmal in die Vision gucken? Gucken wir erstmal in die Vision. Interessant, dass wir auch ohne den Sand der Zeit immer noch in der Lage sind, diese Sandvisionen zu erhalten. Wir sind jetzt auf 90%. Es ist also jetzt wirklich nicht mehr allzu lang. Ich muss jetzt auch erstmal rausfinden, wo es ja eigentlich weitergeht. Entschuldigung. Aber wahrscheinlich hier hinten bei den Sandmonstern, denn sonst könnte man ja einfach weitergehen hier oder weitermachen, ohne das Schwert zu holen. Stünde den Gegnern dann unbewaffnet gegenüber. Also werden die das hier schon irgendwo bewacht haben. Ist ein Loch, aber durch das sind wir gefallen. Doch nicht hier. Oh, jetzt wird diese Husterei wieder so schlimm. Ich finde den Weg schon. Da wäre ein Pfad für Fahrer, aber Fahrer ist ja nicht mehr da. Manchmal funktioniert eben auch brachiale Gewalt. Fahrer! Diese olle Putte. Und vor allem, wir haben jetzt keinen doppelten Boden mehr. Wir haben jetzt kein Netz mehr. Kein Sand der Zeit, mit dem wir bei Fehlschlägen wieder zurück spulen können. Das muss jetzt alles im ersten Anlauf funktionieren. Ja, ich weiß, im Zweifelsfall kann ich auch blocken, aber das habe ich irgendwie das ganze Spiel aber noch nie so wirklich gebraucht. Warum sollte ich denn jetzt mit so einer Scheiße anfangen? Und schon der nächste Speicherpunkt. Ja, ich glaube, mit Speicherpunkten werden wir jetzt hier in den letzten paar Abschnitten des Spiels tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen zugemüllt. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir eben den Dolch der Zeit nicht mehr benutzen und damit natürlich die Zeit auch nicht mehr zurückdrehen können, wenn wir in irgendeiner Art und Weise einen Fehler machen. Aber das macht diese Passage schon nochmal so ein ganz kleines bisschen nervenaufreibend, gerade wenn man sich dann mit Fallen und Parkour und sonst irgendwas auseinandersetzen muss. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge, denn das war Prince of Persia, The Sands of Time für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.